Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Empyrion. Ja, wir waren hier gerade am Looten und ich glaube, hier hatte ich alles fertig, ne? So, nochmal ganz kurz checken. Ne, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Warte mal, da muss ich nochmal kurz gucken, ob ich hier unten alles durch habe. Die sind eigentlich mit am wichtigsten. Den hatte ich auch, ne? Ja, alles klar. Gut, dann gehen wir nach oben. Eieiei, hier ist ja alles voll mit Kisten, ey. Das ist super geil. Oh, dürfen wir gleich wieder ablegen. So, ein Platz noch. Ah, schöne Stromspule. Haben wir auch schon wieder zwei eingesackt hier. Da ist nichts. Aha, Plasmaladung. Tja, und wir müssen schon wieder ablegen. Warte mal. Nee, sind wir alles zu unsicher. Da gehen wir lieber rein. So, haben wir denn was für einen Kühlschrank? Nö. Oh, hier ist schon wieder jede Menge drin. Die Sprengladung behalten wir mal. So, lasse ich noch irgendwas hier? Nö. So, da geht's wieder rein. So, warte mal. Wo waren wir hier? Genau, hier die Plasmaladung. Oh, und schon wieder eine Stromspule. Railgun und 150 mm Raketen. Dann wären wir in dem Raum auch schon wieder fertig. Ja, das sieht so aus, als wenn das hier so vier Lagerräume sind. Achso, das liegt drin. Kann ich natürlich auch nichts mitnehmen, ne? Sehr klar. Und wieder eine Stromspule. Ich schätze aber nichts irgendwie Special-mäßiges zu geben, noch an extra Containern. Ist ja gleich wieder voll. Und zwar jetzt. 165 mm Raketen. Nee, warte mal, geradeaus. Komm, das geht schnell so. Alter, mega. Dash wieder gleich die eine Frachtbox voll. Wo waren wir hier? Das haben wir noch nicht. Genau, die hatte ich alle und die Seite hatte ich auch schon. So, letzte.
So. Tja, ich glaube, das war's hier. Tja. Ich denke, das war's gewesen. So, dann lass uns mal die nächste Tour planen. Also hier ist T-Rex-Gebiet auch weg. Da ist dann der Spaceport. Das dürfte was Größeres sein. Also hier ist sowieso ein größeres T-Rex-Gebiet. Dann haben wir da noch die drei auf einem Fleck. Tja, viel T-Rex kann es nicht mehr geben. Naja, hier unten vielleicht noch. Vielleicht ist da ja auch die Goldmine. So, nochmal hier auf meinen Auftrag gehen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe das nur überflogen. Die Zirax-greifende Facility von den Polaris an und da muss ich hin. Tja, das ist hier leicht südwestlich, also hoffe ich mal. Fliegen wir doch da mal hin. Wird ja auch jetzt schon angezeigt hier. Refinery. Ja, mal gut, dass das nicht auf Zeit, also ne, zumindest im Moment sieht es nicht aus, dass das auf Zeit ging. Honored bin ich jetzt hier schon, ne? Boah, das ist so mitten im Wald. Und ich hab Monster Leg. Jetzt geht's weiter. Oh. Tja, was ist da? Laufen die da unten rum? Der Auftrag. Defend, destroy drones. Achso, jetzt kommen sie. Ja, da kommt noch welche. Zack, Hammer. Da drüben noch. Boah, zack. Die kam schneller näher, als ich dachte. Wo ist sie? Wollen wir ein bisschen günstiger fliegen? Zack, aber erledigt. Aber da ist noch eine. Alter. Ich habe die ganze Zeit auf die Karte geguckt. Zack, die aber auch. Ey, Polaris. Alles wieder gut. Kumpels.
Ja, dann haben wir die 1000 Geldkarten bekommen. Sehr gut. So. Ist denn irgendwas Dickes kaputt? 1, 11. Was geht eigentlich noch? Dann fliegen wir jetzt erstmal die Bora ab. Ich will mal gucken, weil wir jetzt ja uns ein bisschen länger hier aufgehalten haben, wie viel die eingesammelt haben. Also hauptsächlich nach Süden. Oh, Mist. Oh, wir müssen mehr nach Westen. Da ist schon mal Kupfer. Ist der Bohrer. Komm ich noch nie ran? Na, jetzt. Aha, der ist auch so gut wie leer. Und dann, naja, 490 ist jetzt nicht so dicke. Das liegt halt an der Qualität, ne? Wenn man eine Mine findet, die nicht 30%, sondern eine bessere Qualität hat, dann sammelt man deutlich mehr ein. So, da drüben ist Eisen. Da läuft auch so ein scheiß Käfer rum. Da ist noch so ein Käfer. Willst du mich angreifen? Ja, will er. Drecksau. Wo ist der andere? Ich so da ran. Komm, looten. Das muss erstmal räuchen. So, da drüben ist Silizium. Habt du hier Bäume? Ja, überall ungefähr dasselbe. So, dann mal kurz nach Hause ablegen. Bisschen zu weit. Home sweet home, da ist die Reparaturstation. Da, ich kann das Essen sowieso nicht mitnehmen. Oh, er repariert doch automatisch. Aber ich dachte, er braucht dafür dann immer irgendwelche Sachen. Er ist auch nicht fertig. Ah, jetzt braucht er noch wieder einen Eisenbarren.
Aha. So, Barren hatten wir da. Gib mal ein Eisen her. Warte mal, das Silizium. Sonst noch Barren eingesammelt? Nee, aber hier die erweiterten Ressourcen packen wir auch alle hier rein. Computer noch? Die hatten wir noch nicht. So, dann haben wir hier Munition. Ist. Aber warte mal, 15 mm Kugel, die können wir natürlich ins Raumschiff packen, genauso wie die. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Es ist schon wieder alles voll hier. Noch die Zetrax. Werkzeuge hier rein. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, das zu sortieren. Das ist nicht mehr nötig. Sagen hier eigentlich die Muni? Na, also viel ist nicht mehr da. Also brauche ich noch mal 30 mm Kugeln. Und was brauchten die anderen? Da, Raketenturm. Ah, der brauchte diese 155 mm Z-Rack. Naja, haben wir zumindest dreimal da. Die können wir ihm geben. So, dann baust du mir mal 30 mm. Da ist er. Wie viel kommt da raus? 70, 700. So, soll erstmal reichen. Ist schon wie Fitch. So, erstmal Kühlschrank plündern. Nein, Quark. Irgendwas für hier? Nö. Tja, alles hoffnungslos überladen hier. So, Barren, Glasplatte, Elektronik, Mechanik. Die. Oh, da ist noch Munition. So, Restkühlschrank. Tja, jede Menge Spritzen und so. Die hatten wir auch noch nicht. Aber die Samen nach da. Da ist noch ein Gewehr.
Oh, in der war gar nichts drin. Achso, und das kann so langsam aus, ne? Kühlschrank ist ja leer. Ich brauche neue Lampen. Da. Komm, mach mal gleich 30. So, und du machst derweil Barren. So, du bist aus, ne? Jawohl. Erstmal wieder hier. Komponenten, ne? Nanoröhren und Magnesium. Barren. So, der Rest kommt irgendwie hier rein. Also die Kraftfelder und das Nachtsichtgerät und noch ein Nachtsichtgerät. Waffen. Da noch ein bisschen was für den Kühlschrank. So, das müsste die vorletzte Runde sein. Das müssten wir hier in der Kiste haben. Munition und diese Kanone. Warte mal, diesen angebrochenen Stack, den behalte ich doch. Da kommst du hier noch rein. So, letzte Tour. Warte mal. Ich split das mal ein bisschen auf. So, man weiß ja nie, was einem so weggeschossen wird. Achso, wo ihr jetzt den Scheiß noch mitnehmen. Ja komm, das geht so schneller. Damit wir hier auch mal wieder loskommen, T-Rex vernichten. So, Muni, 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 Muni. Der noch eine Kobaltlegierung und Motor. Ganz ehrlich hier, wir sind hier auf Abschiedstour, ne? Hier, wir nehmen jetzt die epische Pistole mit. Und warte mal, genau, hier, Kettensäge legen wir erstmal ab. Nehmen wir unser Texturwerkzeug mit. So, welche Farbe hatte ich da? Die hier? Ne, weiß wahrscheinlich, ne? So.
Da ist es auch rot. Ist das ein anderer Untergrund? Ich glaube, wir brauchen die hier, ne? Genau, das sieht schon besser aus. Den hätten wir das. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen was futtern aus dem Kühlschrank. Oh, der ist schon hier mit dem fertig. Und wir haben immer noch Eisen, immer noch Silizium, ist zwar noch in der Mache. Und Kupfer auch noch. Also geht's wieder mit Eisen los. Kupfer, hier Silizium hast du gleich mal mehr. Vielleicht kriegen wir ja doch noch irgendein Raumschiff zusammen, was wir uns bauen können. So, dann, nee, gib mal einen Burger her hier. Ja, und Sandwich. Und komm, Steak hauen wir uns auch noch rein. So, da haben wir 98 Schuss. Ah, die 30 mm Kugeln sind auch fetch. So, noch rein. Gibt's eigentlich noch, Quatsch. Homebase, bald. Also es gibt immer noch Angriffe hier von den T-Rex. Da würde ich ja mal vorschlagen, wir bleiben erstmal kurz hier. Wenn der Angriff bald kommt. Oh, da können wir noch mal ein bisschen rumbauen hier. Da ist Beton. Da ist Glas. Ja, warte mal, wir brauchen auch unbedingt noch die Lampen. Und hier sind auch noch mal 30 mm. Dann packen wir die doch auch noch weg. So. Mal ganz kurz bei den Türen hier gucken. Seid ihr auch noch heile? Ja, sieht alles gut aus. Alles tipptopp. So. Ja, aber jetzt zusammengeschossene Wasp. Genau, hier waren wir irgendwie stehen geblieben, ne? Komm, dann gehen wir hier mal rein. Dass irgendein Telluropod kommt oder so. So, dann setzen wir doch hier mal Texturwerkzeug erstmal weg. Das auch erstmal weg. So, da brauchen wir Tisch. Ist irgendwas schief gelaufen? Ach, bin ich blöd, ey. Ich muss doch erst mal ein bisschen zur Seite. Ganze drei Stück.
Das ist ja der hier auch völlig verkehrt. Das kann gar nicht sein. Habe ich mich hier schon wieder verbaut? So, jetzt muss das runter. Oh, zu weit. So, da hätten wir den. Der haben wir so angefangen. Ja, super. Was ist denn hier los? Zu lange nicht gebaut oder was? Krieg gar nichts mehr hin. Bisschen höher. Da müssen wir nochmal. So, die Blöcke da wieder rein. Dann hat man nämlich automatisch wieder die hier. Und wieder Rooney. So, dann haben wir die Seite auch nochmal fertig gemacht. So, dann geht's erstmal wieder rein. Und dann ist das Ende dieser Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und bis zum nächsten Mal, dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter. Und dann geht die Zirax-Vernichtung wieder an den Start. Und wir werden die hier von unserem Planeten runtertreiben. Also bis denne und ciao.